Die zweite Lesung, die wir gehört haben, ist, wie schon anfangs gesagt, eigentlich einer der schönsten Texte, die wir in der Bibel vorfinden können, eine sehr schöne Dichtung. Davon gibt es nicht so viele, wie man denkt in der Bibel. Sehr vieles ist Prosa und die ist manchmal sehr schwierig zu lesen und zu verstehen. Der Text klingt gut, liest sich gut und hat auch eine gute Botschaft. Leider Gottes ist auch dieser Text einer der bedeutungslosenden Texte für uns als Kirche. Der Grund dafür ist, dass man ihn einfach nicht versteht, worum es hier geht. Auch wenn er so schön klingt und leicht ins Ohr fällt, wie die Liebe so ist, wie Paulus sie beschreibt, bleibt es für uns bedeutungslos. Und das ist auch eins der Texte, die von sehr vielen, die eine christliche Ehe schließen wollen, auch für ihre Trauung gewählt wird. Also für die Feier, wo sich zwei Menschen das Ja-Wort geben, wird dieser Text sehr gerne genommen. Und das ist mehr als falsch. Der Grund dafür ist, eben wie schon gesagt, dass wir sehr oft nicht verstehen, worum es hier geht. Da geht es um die Liebe, das ist klar, aber die Bibel verwendet für die Liebe etliche Wörter und das Neue Testament, das im Griechischen verfasst wurde, verwendet vier Begriffe für die Bibel. Der erste Begriff, den die Bibel verwendet, ist Eros und er hat zwar mit der erotischen Liebe auch etwas zu tun, aber nicht nur. Das ist eine Liebe, die man nicht bewirken kann, eine Zuneigung, die man schlicht und einfach empfindet und nicht anders kann. Auf Deutsch gesagt hat es viel mit Verliebtsein zu tun. Also Eros ist eine Liebe, für die man nichts tun muss und nichts tun kann. Sie ist einfach da und man kann sich ihr nicht entziehen. Und manchmal mündet sie im Körperlichen, manchmal ist es eine geistige Zuneigung, eine gewisse Abhängigkeit, die nicht unbedingt schlecht sein muss, aber die man nicht abstreifen kann. Der zweite Begriff, den die griechische Bibel für die Liebe verwendet, ist nicht so bekannt, ist aber wichtig, weil von dem ist eigentlich, hält sehr oft das Alte Testament. Es ist Storge, es ist eine ganz einfache Liebe, die man in der Familie hat, also sind die Familienbande auf Deutsch gesagt. Man, also im Deutschen, also zumindest auch ich, verbinden wir nicht Liebe mit Familienbanden, aber die Bibel benennt es auf diese Art und Weise. Das ist einfach das, was Eltern zu ihren Kindern führen und umgekehrt die Kinder zu ihren Eltern oder einfach in der Familie, was so passiert. Das ist die zweite Art von Liebe, wie sie die Bibel kennt. Die dritte Art im Griechischen heißt Philia. Und das ist schon etwas sehr Wichtiges für uns Menschen, ist uns allen gegeben. Auf Deutsch könnte man es am ehesten mit Freundschaft übersetzen. Und sehe und staune, das ist das, was die Bibel auch über die eheliche Liebe meint und schreibt. Da geht es, also das ist eine Art von Liebe, die mit den zwei vorhergehenden viel zu tun hat, aber diese Art von Liebe ist auch mit Arbeit verbunden. Für die kann man etwas tun, eine Freundschaft kann man aufbauen, eine Ehe kann man auch kontinuierlich aufbauen, in der Freundschaft zueinander wachsen. Und klar, Freundschaft ist etwas anderes als die Ehe, zur Ehe gehört noch viel mehr als zu einer Freundschaft, aber das ist das, was die Bibel mit Philia meint. Also eine Liebe, für die man viel tun kann, die man aufbauen kann, in der man wachsen kann. Die vierte Art der Liebe, wie sie die Bibel kennt, wird mit dem griechischen Wort Agape wiedergeben. Und die Griechen selbst haben das nicht so gekannt. Das ist
ein christliches Spezifikum, das erst mit dem Neuen Testament auftaucht in dieser Form. Und die Agape ist eine Liebe, wie sie eigentlich nur Gott kennt. Und wenn ein Mensch diese Art von Liebe kennenlernt, ist sie immer ein Geschenk. Die kannst du dir nicht erarbeiten. Und siehe und staune, der Text, den wir gehört haben aus dem ersten Korintherbrief, handelt nicht von der Philia, sondern von der Agape, von einer Liebe, die uns Menschen nur geschenkt werden kann, von einer Liebe, die nur Gott kennt. Keine von uns kann sie sich erarbeiten, keine von uns kann sie einfach so kennenlernen, außer sie wird dir oder mir geschenkt. Wenn man aber diesen Text auf die Freundschaft oder eine eheliche Liebe umzudeuten versucht, dann wird man über kurz oder lang scheitern. Ich weiß nicht, wie viele Ehen ihr kennt, manche von euch sind verheiratet, ich nicht, ist vielleicht leichter zu reden für mich. Aber ich kenne keine einzige Ehe, in der es so zugeht, wie es Paulus im ersten Korintherbrief beschreibt. Es kann schon sein, dass es hier oder dort zutrifft, manchmal. Aber so von A bis Z, was er da geschrieben hat, glaube ich nicht. Weil wir Menschen einfach so sind, wie wir sind. Wir sind nicht dazu fähig, so zu lieben, wie Gott liebt. Das Komplizierte daran ist, dass wir aber dazu berufen sind und eingeladen sind. Diese Liebe, die hier Paulus beschreibt, uns schenken zu lassen von Gott, nicht von einem anderen Menschen, sondern von Gott. Weil die Liebe Gottes und nur sie ist langmütig, gütig, sie eifert sich nicht, sie prahlt nichts, sie bläht sich nicht auf und so weiter und so fort. Nur seine Liebe ist so. Der Beweis dafür ist, dass Gott uns seinen Sohn schenkte, damit er sein Leben selber für uns hingibt, uns liebt wie kein anderer vor ihm und nach ihm. Und das ist eigentlich das, was wir in unserem Leben ersehnen sollten. Nicht unbedingt das, was man anstreben sollte durch die eigene Arbeit. Weil wenn du das tust, wirst du scheitern. In der Ehe, in Freundschaft, in anderen Beziehungen. Weil diese Art von Liebe kann nur geschenkt werden. Das Problem, wie gesagt, ist, dass das der Maßstab für uns ist. Die Liebe, mit der Gott uns liebt. Kein anderer Maßstab. Und diese Einladung, die Gott an uns ausspricht, sich an dieser Messlatte zu messen und nicht an eine andere, kann echt anstrengend sein. Weil mir ist es zumindest bewusst, und ich glaube, wenn du ehrlich bist, wird es auch dir bewusst, so lieben kann ich nicht. Und damit die Nachfolge nicht an diesem hohen Anspruch scheitert, das wird oft oder wurde oft der Kirche auch vorgeworfen. Wir haben so hohe Maßstäbe, dass sie niemand erreichen kann. Das ist auch ein katholisches Spezifikum. Wir haben den Katechismus, wir haben die Morallehre und keiner kann es wirklich leben. Nichtsdestotrotz ist es gut wissen, wohin der Weg führt. Deswegen ist es nicht verkehrt, solche Maßstäbe im eigenen Leben zu haben. Aber damit man nicht daran scheitert, was ist zu tun? Das ist eine sehr gute Frage, die ich
eigentlich nicht wirklich beantworten kann. Ich kann nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass was wir beitragen können, damit wir diese Agape, die Liebe, die Paulus hier beschreibt, irgendwie leben können, ist, sich zuallererst von Gott lieben zu lassen. Wie sieht das aus? Das sieht so aus, wie Papst Franziskus das sehr oft verkündet. Es gibt so Sachen, die sehr viele aufregen in der Kirche, was er so macht. Dass er diese oder jene ein bisschen herausstreicht und sagt, da ist das Gesetz nicht wichtig. Weil zuerst sollen wir lieben. Und das ist die Botschaft, die ich für euch habe. Lass dich zuerst von Gott lieben, so wie du bist, mit all deinen Schwächen, Sünden und Stärken. Und versuch dich vor ihm nicht zu verstellen. Du kannst es ruhig machen, deine Freiheit. Gott wird es auch respektieren. Aber das wird dich nicht weiterbringen. Sondern trete vor ihn hin, so wie du bist, und lass es dir sagen, dass du sein geliebtes Kind bist. Lass dich von seiner Liebe beschenken und sie wird dich verwandeln, damit du wenigstens ein Stückwerk, so wie Paulus es von seiner Erkenntnis schreibt, lieben können, wie er liebt. Das ist dein Auftrag als Christ, als Christin, sich von Gott lieben zu lassen und aus dieser Erfahrung heraus Dinge tun oder unterlassen, je nachdem. Und wenn das der Maßstab für dein Tun ist, dann wirst du daran nicht scheitern. Und deswegen denke ich, dass diese hohe Maß, das Paulus uns hier vor Augen hält, nicht etwas ist, an dem man zwangsläufig scheitern muss, sondern etwas, was zum Leben führen kann. Nicht nur dich, sondern auch die Menschen um dich herum.